Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Melody und ihren Kiddos. Und in dem schlauen Buch steht mal wieder, dass wir Umstylings machen müssen. Deswegen kümmern wir uns natürlich auch direkt darum. Auf geht's, ab geht's. Du kannst auch einfach ins Bett gehen, um zu schlafen, ne? Oh mein Gott, das ist ja Wochenende. Nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Verdammt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Stimmt, letztes Mal ist es ja ein bisschen eskaliert mit unserer Schwangerschaft mal wieder. Deswegen müssen wir jetzt erstmal warten, bis sie die Meldung bekommt, dass sie schwanger ist. Nervig auf jeden Fall. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, wenn dieser Spielstand irgendwann mal gone ist. Also wie ich nicht mehr so drin spielen, weil dieser Spielstand ist einfach so broken mittlerweile. Aber kein Wunder so, ne? Wenn man im Stammbaum so fast 100 Kinder laden muss und so. Ist schon crazy. Oh, toll. Sie hat sich die Geige ausgesucht. Gibt nichts Besseres hier. Ich sauge auch immer das Spülbecken ab. Ganz normal. Ihr seid so süß, dass ich hier so zusammen Hausaufgaben macht, ne? Der Zusammenhalt in dieser Familie ist auf jeden Fall gegeben. Oh, Heilige. Das ist mal wieder vier. Vier. Viel, wollte ich sagen. Wir fragen jetzt mal in Zukunft Würfel nach Zukunft. Die Zukunft steht kurz bevor. Na gut. Tatsächlich steht da schon A Child on the Way. Hm, weird. Sie hat gar nicht so direkt diese Benachrichtigung bekommen, dieses lila Feld, wo steht, Melody is pregnant. Aber solange sie hier Kinder auf die Welt bringt, ist doch alles fit. Montgomery ist echt hübsch im Herbst. So, zweites Trimester, sehr schön. Das ist so süß, ne? Also, es sieht schon sehr cozy aus hier. Oh. So, heute ist wieder Schule. Das ist natürlich sehr gut für uns. Alle fleißig lernen. Und jetzt sind wir wieder ganz alleine zu Hause. Wow, das ist auch schon lange her, oder? Ich wusste nicht, dass man als Schwangere auf diesem Ding trainieren kann, aber mach, was du nicht lassen kannst, ne? 10.000 Simoleons. Anrechnung. Na, super. Okay, und Cherry, jawohl. Barry, jawohl. Henry, Astor. Projekte. Ich liebe euch alle, Leute. Good job. So, du bist natürlich die Erste, denn du bist diejenige, die heute auszieht. Happy Birthday to you. So, und sie ist sprunghaft und sie möchte Meistervampirin werden. Do your thing. Jahrgangsbester? Wow, sie könnte eine Rede halten und so, aber ja, Girl, also, I'm sorry, aber das musst du alleine schaffen. So, deine Schwester ist dran. Happy Birthday to you. So, und sie ist Vegetarierin und ist Extremsportfan. Aber sie bekommt natürlich auch noch ihr Umstyling. Das lassen wir uns hier nicht entgehen. Thank you.
Wow, das ging diesmal richtig fix. Ich bin richtig stolz auf mich. Hallo? Bitte nicht. Oh, danke. Dachte, das Spiel stürzt ab, Alter. Erstmal speichern. Also gib mir mal 2500. Kein Ding. Geschenken Gaul. Ne? Geil, Melody ist wieder hier am Start und macht sich erstmal einen Drink. Digga, ich habe einfach mittlerweile echt Hasskick auf Yamachan. Er macht einfach seine Hausaufgaben hier auf dem Boden. Läuft bei ihm. Dann mach bitte deine Zusatzaufgaben auch. Ob du sie hier machst, ist mir egal. So, sie ist auch definitiv jetzt im dritten Trimester. Sieht man ihr direkt an. Dieses Wochenende lief halt echt gut, ne? Also dafür, dass ich jedes Mal das Wochenende so sehr hasse in dieser Challenge, war es diesmal echt in Ordnung. Girl, ich bin so stolz auf dich. Also sie hat sich auf jeden Fall richtig reingehängt dafür, dass sie jetzt ja halt später gealtert wurde. Sie hat ein paar Tage gut gemacht, also an der Stelle würde ich dann aber auch langsam mal den Part beenden. Ich meine, wir haben volle 3 Tage gespielt, das ist schon crazy hier, ne? Also außerdem ist mein Akku fast leer. Aber wir haben auch super viel erreicht, würde ich sagen. Zumindest kamen alle sehr, sehr gut voran. Trotz dessen, dass Wochenende war. Ja, und ich sag's immer wieder, aber wir sind so langsam auf der Zielgeraden, ne? Wenn Melody ihre Kinder kriegt, werden es halt wahrscheinlich noch so um die 10 Kinder sein, ne? Je nachdem, ob sie jetzt 1, 2 oder 3 Kinder kriegt. Potenziell könnte das Ganze dann ja schon in 3, 4 Schwangerschaften zu Ende sein. Aber ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.